Die schönsten Geschichten präsentiert Familie Lucky. Raubüberfall auf dem Spielplatz. Viel Spaß. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. So ein schöner Tag wie heute. Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Oh, da hinten höre ich wieder meine Freundin Katharina. Da laufe ich gleich mal hin. Und du, Lisa, du musst dich heute leider ein bisschen schonen und bei uns sitzen. Spielen! Hallo Yvonne, schön dich zu sehen. Das war aber auch eine Aufregung beim letzten Mal. Das mit der Glasscherbe. Ach, der Anton kann hier mit Philipp spielen und wir gehen rüber. Gute Idee. Hey, der letzte Einbruch, der hat sich ja gelohnt. Wir haben ganz viel Gold. Ja, das ist richtig. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Bargeld. Ja, das ist richtig, aber woher kriegen wir das? Komm, wir fahren mal ein bisschen durch die Gegend. Hey, siehst du den riesen Spielplatz hier? Da sind doch auch Eltern bestimmt mit ganz viel Zaster. Okay, ich würde vorschlagen, wir halten hier. Ja, das ist eine gute Stelle. Komm, lass uns los. Ja, wir brauchen ganz viel Bargeld. Hey, das ist ja eine coole Waffe. Aber setz sie bloß nicht ein. Okay, dann lass uns mal gucken, wo die Eltern sind. Also hier sind sie nicht. Ah, da drüben. Hi. Hier sind aber viele Kinder. Hi, wer seid ihr denn? Euch habe ich hier noch nie gesehen. Wir sind nur auf der Durchreise mit unseren Kindern. Ach echt? Und wo sind die Kinder? Unsere Kinder sind irgendwo da hinten, ganz weit weg. Ich kann sie mit gar nicht sehen. Siehst du sie? Nein, auch nicht. Komisch, man kann aber alle Kinder von hier sehen. Sie können uns schon glauben. Unsere Kinder spielen wirklich da hinten. Irgendwas ist hier faul. Irgendwie glaube ich ihnen nicht. Interessante Handtaschen haben sie da. Zeigen sie doch mal. Nix da. Das geht sie gar nichts an. Das ist meine Handtasche. Hände hoch, sag ich. Hände hoch, beide. Und ganz schnell den Zaster her. Nur Bares ist Wahres. Tun Sie uns bitte nichts, tun Sie uns bitte nichts und macht sie nichts den Kindern. Ich suche nach Bars in meiner Handtasche. Wenn Sie machen, was wir sagen, passiert Ihnen nichts. Alles Geld her. Wow, das sieht gut aus. Das sind ja mehr als 100 Euro. Schnell her damit. Das ist alles, was ich habe. Mehr habe ich nicht. Sie auch. Geben Sie mir sofort das Geld. Oh, schnell weg hier, in eine ruhige Ecke. Oh, wo ist denn hier eine ruhige Ecke? Ah, hier ist es doch gut. Hier kann ich in Ruhe telefonieren. Hallo, hier ist die Lisa. Hier ist ein Raubüberfall auf dem neuen Spielplatz. Kommen Sie bitte schnell, 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 schnell. Ja, Polizei? Ein Überfall? Okay. Wir sperren die Straße ab, Richtung Stadt auswärts. Danke für den Anruf. Wow, das hat sich aber gelohnt. So viel Zaster. Jetzt aber nichts wie weg hier. Schnell zum Auto. Komm, lass uns in die nächste Stadt fahren. Verdammt, was ist das vor uns? Eine Straßensperre der Polizei. Halt an. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr weg. Verdammt. Stopp, Polizei. Das ist eine Straßensperre. Halten Sie sofort an.
Was machen wir denn jetzt? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wir haben so viel Gold im Auto und nun das. Verdammt. Steigen Sie aus. Kommen Sie mit erhobenen Händen aus dem Auto. Komm, wir flüchten. Aber wie? Nee, komm, wir geben auf. Okay, wir geben auf. Wir kommen mit erhobenen Händen. Ja, genau. Wir haben nichts getan. Wir sind unschuldig. Ja, wir sind unschuldig. Beide sind wir unschuldig. Das werden wir ja sehen. Kommen Sie hier rüber. Und die Hände schön oben lassen. Und stellen Sie sich mal darüber. Was ist denn das? Ein weißer Koffer. Was da wohl drin ist? Haha, die Beweislage ist aber ganz schön gegen Sie. Gold und Bargeld. Wir haben ein Anrufgerät, das auf dem Spielplatz einen Überfall stattgefunden hat. Und das Bargeld geklaut wurde. Und das Gold, das wurde doch beim Juwelier geklaut in der letzten Nacht. Jetzt haben wir sie. Rein in den Bus, aber ganz schnell. Und versuchen Sie nicht zu fliehen. Wir haben die Täter geschnappt. Hier haben sie ihr Geld wieder. Das war toll von dir, Lisa. Vielen Dank, sagt die Polizei. Es wurde sogar eine Belohnung ausgesetzt. Also, Lisa, komm morgen zu uns. Aufs Revier. Wow, ich bekomme eine Belohnung. Das ist ja super cool. Hallo Leute, das war's auch schon mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob euch auch schon mal sowas Ähnliches passiert ist, ob euch schon mal was geklaut wurde oder so. Mir wurde nur schon mal mein Handy geklaut. Tschüss, bis zum nächsten Mal und gebt uns einen Daumen nach oben.